Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Herbstfest in Harkan. Auch dieses Jahr wurde die Veranstaltung organisiert. Tanznachmittag, Freie Universität in Bohl. Vorträge und Programme für Jung und Alt, zweitägige Konferenz in Bonhard. Ein vierter Jahrhundert, der Ungarndeutsche Freundschaftsverein feierte ein Jubiläum in Erdősmecske. Auch in diesem Jahr fand in Harkan das Herbstfest statt. Die Feierlichkeit begann mit einem Festgottesdienst, gefolgt von einem Kulturprogramm im Kulturhaus der Stadt. Nach dem Kulturprogramm wurden die Gäste mit einem Abendessen verwöhnt und der Abend ging mit einem Ball zu Ende. Harkan hat eine lange Tradition von Veranstaltungen im Herbst, die Herbstfest genannt werden. Aber am Anfang hieß das Fest noch nicht so. Silvia Flögl, die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung der Stadt, erzählte davon. Wir organisieren dieses Fest schon seit langen Jahren. Wir haben es anfangs Oktoberfest genannt. Wir haben es jetzt umbenannt zum Herbstfest, denn wir veranstalten das jedes Jahr im Herbst. Und wir haben wie jedes Jahr mit einer teilweise deutschsprachigen Messe angefangen in der katholischen Kirche Herz Jesu. Und danach geht unser Kulturprogramm im Kulturhaus weiter. Das Herbstfest begann mit einer zweisprachigen Messe in der örtlichen katholischen Herz-Jesu-Kirche. Anschließend fand eine Feier statt. Im Rahmen des Kulturprogramms konnten alle von jung bis alt ihr Können auf der Bühne zeigen. Zum heutigen Fest werden einerseits die Kinder aus dem Kindergarten und aus der Grundschule von Harkan auftreten und aus der Kunstschule. Andererseits haben wir die Fecke der Klumpenjäger-Tanzgruppe eingeladen und auch die Schomberger Dorfmusikanten. Und unser Fest werden wir anschließend mit einem Tanzball abschließen nach dem Abendessen. Und dabei wird uns musikalisch die Platinkapelle begleiten. In Harkan sind die ungarndeutschen Traditionen wichtig und deshalb ist die Zweisprachigkeit ein wichtiger Punkt. Die Programme, die die deutsche Selbstverwaltung in der Stadt organisiert, sind immer zweisprachig und versuchen so, den Menschen der Sprache näher zu bringen. Jedes Jahr kommen viele Touristen nach Harkan. Der aktive Gebrauch der Sprache ist also nichts Neues für die Menschen, die dort leben. Für die Einwohner von Harkan ist es eine Gelegenheit, Menschen aus dem Ausland ein Stück der lokalen Kultur zu zeigen. Solche Veranstaltungen sind natürlich enorm wichtig, um unsere Kultur zu pflegen, diese zu bewahren und diese auch aktiv zu leben. Ganz wichtig halte ich es, dass wir all unsere Feste zweisprachig organisieren. Das heißt, wir erläutern unserem Publikum immer alles zweisprachig in Deutsch und in Ungarisch, damit sie wenigstens hier noch einen aktiven Sprachgebrauch oder einen passiv-aktiven Sprachgebrauch haben. Und natürlich gibt es auch hier immer die Möglichkeit bei uns, da wir Harkan eine Touristenstadt sind, gibt es viele Deutschsprachige aus den Dachländern und man kann sich eben auch dadurch in Deutsch wieder unterhalten, in unserer Muttersprache. Die deutsche Selbstverwaltung der Stadt organisiert mehrere große traditionelle Veranstaltungen. Dazu gehören nicht nur die ungarndeutschen Programme, sondern auch eine besondere Veranstaltung, bei der neben der deutschen auch die kroatische, serbische und ungarische Kultur zusammenkommen. Ein Beispiel dafür gibt es auch in Harkan. Wir planen, jedes Jahr haben wir ein traditionelles Chortreffen, auch ein deutschsprachiges Chortreffen. Wir haben im August, jedes Jahr im August, unseren deutschen Abend. Das ist auch ein traditioneller deutscher Abend und unser Herbstfest im Herbst. Und unsere dritte große Veranstaltung oder unsere vierte große Veranstaltung, diese organisieren wir gemeinsam mit der kroatischen und der serbischen Selbstverwaltung Harkan. Ich finde das sehr schön, denn es ist ein sehr schöner Zusammenhalt unter den Nationalitäten. Und wir organisieren dieses Fest unter dem Namen Bunte Harkan.
weil bunt wegen den bunten Nationalitäten und den schönen Traditionen. Nach dem Kulturprogramm wurden die Gäste mit einem Abendessen verwöhnt. Für die gute Stimmung im Ball sorgte wieder einmal die Platinkapelle. Bereits zum 10. Mal findet die Freie Universität der Bohler Senioren statt. Diese monatlichen Treffen dienen der Vorstellung interessanter Präsentationen und Aufführungen für ältere Menschen. Diesmal lag der Schwerpunkt auf Volkstrachten. Der Tanznachmittag beinhaltete auch eine Kindertanzvorführung. Die Schüler waren von der Aufführung sehr begeistert. Sie freuen sich immer, ihre Volkstrachten zu tragen. Wir haben an dem Programm von IFA ein bisschen auch teilgenommen, denn unsere Klasse hat das Heimatmuseum Bohl vorgestellt. Aber wir haben auch getanzt und unsere Meinung zum Tanzen wurden auch gefragt. Ich nehme an ungarisch-deutschen Programmen immer teil, ob es ein Rezitationswettbewerb oder ein Tanzauftritt oder eine Theatervorführung ist, weil es mir immer viel Spaß macht. Manchmal haben wir noch ein bisschen Lampenfieber, obwohl wir so oft auf der Bühne stehen. Aber es gibt immer sehr viel Motivation, dass wir unsere Großeltern und Eltern stolz vor der Bühne sehen. Es ist immer ein gutes Gefühl, unsere Trachten anzuziehen, denn sie verbindet uns mit unserer Geschichte, mit unserer Herkunft. Ich habe am zweiten Tag meine schöne Tracht gezeigt, aber bei den Auftritten bin ich auch sehr gern dabei. Man gratuliert uns immer und sagt, wir sind so schön. Das ist ein gutes Gefühl. Einige der Kinder tanzen schon seit mehreren Jahren in der Gruppe. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, aber diejenigen, die hier sind, nehmen gerne an den Aufführungen teil und sind begeistert von der Bewahrung der ungarisch-deutschen Traditionen. Ich tue seit September tanzen, also ich bin seit September in der Tanzgruppe. Ich tanze auch sehr gerne, es macht mir viel Spaß mit meinen Freundinnen zu tanzen und mir gefallen auch die Trachten sehr gut und zu Hause übe ich auch. Die Freie Universität in Bohl ist ein monatlich stattfindendes Programm für ältere Menschen. In den Kursen halten Forscher, Historiker und Universitätsprofessoren Vorlesungen zu Themen, die für ältere Menschen von Interesse sind. Dieses Mal ging es um Trachten. Wir haben ein Programm für die Senioren hier im Kino. Und dann wurden wir gebeten, wenn schon das Thema ungarisch-deutsche Trachten ist, dass wir dann auch kommen und tanzen. Und wir haben gedacht, dass wir dann mit zwei Altersklassen kommen. Dann ist die 8. Klasse hier und auch die 7. Klasse. Die Kinder werden 15 Minuten so ungefähr tanzen. Sie werden drei Tänze sehen. Und eins kommt aus Deutschland, die anderen zwei sind ungarisch-deutsche Volkstänze. Anita Müller war letzte Woche an einem besonderen Projekt beteiligt. Sie hatte die Möglichkeit, eine Woche lang auf der Minnetz-Instagram-Seite für Minderheiten zu posten. Dabei ging es um Kinder, Trachten, Anitas Arbeitsalltag und die Pflege von Traditionen. Dazu gehört auch das aktuelle Programm der Freien Universität. Es war im April, als ich mich gemeldet habe. Zuerst habe ich gedacht, dass ich nicht in die Gruppe komme, denn ich bin ja schon einige Jahre älter als gewünscht. Aber als ich erzählt habe, was wir hier in der Bohler Grundschule für Identitätsstärkung mit den Kindern alles machen, dann wurden wir eingewählt. Da fanden zuerst Seminare statt.
Da haben wir gelernt, wie wir Videos gestalten können. Verschiedene Tricks haben wir auch gelernt. Und ich denke, das ist heutzutage schon sehr wichtig. Denn immer mehr Wettbewerbe bekommen die Kinder so, dass sie dann Videos erstellen müssen. Und nach diesen Seminaren müssten wir dann Beiträge für 5 Tage erstellen. Am ersten Tag haben wir uns vorgestellt, da habe ich den Verein vorgestellt, was ich in meinem Heimatdorf in Haschert leite und dann die Grundschule, wo ich arbeite. Und am zweiten Tag haben wir unsere schöne Trachten, ja, weil diese Beiträge sehen nicht nur diese, die in Ungarn leben oder in Deutschland, sondern das wird europaweit dann gestrahlt und viele Menschen wissen darüber fast gar nicht, dass in Ungarn so eine starke ungarn-deutsche Minderheit lebt. Dann wurde ich gebeten, dass ich ein bisschen über das Tanzen bei uns rede. Es ist bei uns sehr beliebt. Es machen immer nur Kinder mit, die es möchten. Und darauf sind wir sehr stolz, denn wie Sie es auch sehen werden, da sind so 30, 40 Kinder immer dabei. Am vierten Tag, das wird heute kommt das Heimatmuseum dran, dass wir die 8. Klasse und unsere DSD-Klasse vorstellen. Und dann am Ende, wo ich mich ja dann auch von den Zuschauern verabschiede, wird unser DSD-Sprachcamp in Litova dann auch gezeigt. Jeden Monat werden Rentner zu diesem kostenlosen Treffen eingeladen. Anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Ansiedlung der Ungarndeutschen wurde die diesjährige Wilhelm-Knabel-Tagung organisiert. Zu dem zweitägigen Programm waren Jung und Alt in von Hart willkommen. Die Konferenz endete mit einem musikalisch-literarischen Abend im Perzell-Herrenhaus. Herr Fleischmann ging mit mir ins Wirtshaus. Ich trank Limon und er ein paar halbe Bier. Er spielte mit mir 66 und neben 20er darf ich nicht verlieren. Bei der diesjährigen Wilhelm-Knabel-Tagung in Bonnhard war jeder willkommen, von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Das Hauptthema des diesjährigen Bundesprogramms war die 300-jährige Besiedlung der Ungarndeutschen. Die Veranstaltung war ein gemeinsames Projekt der Ungarndeutschen Selbstverwaltung Bonnhard und der Sándor Petőfi Evangelische Grundschule. Die Wilhelm-Knabel-Tagung veranstalten wir seit 2010. Die Initiative war damals, dass wir eine Veranstaltung bieten hier in der Umgebung für Pädagogen und Interessenten, die auch eine Fortbildungsmöglichkeit bietet, außer den Schulen, außer den Universitäten für die Interessenten und für die Lehrer, Pädagogen der Region. Und wir haben damals sowohl pädagogische als auch kulturelle und historische Schwerpunkte gemacht und die Tagung immer so gestaltet, dass wir immer ein neues Thema, etwas Interessantes hineinbringen. Wir versuchen mit unserer Tagung auch immer verschiedene Generationen anzusprechen, nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kleinsten, zum Beispiel auch Grundschüler oder auch Gymnasiasten mit verschiedenen interessanten und modernen Programmen. In diesem Jahr haben wir unsere Tagung der Ansiedlung der Deutschen in Bonnhard gewidmet. Wir haben 300-jähriges Jubiläum hier gefeiert im ganzen Jahr in Bonnhard mit verschiedenen Programmen und Traditionen. Und in diese Programmreihe ist auch unsere Tagung eingebettet in diesem Jahr. Wir haben also in diesem Jahr damit in Zusammenhang einen historischen Schwerpunkt gewählt. Das bedeutet, dass die einzelnen Referate, Vorträge, die wir gestern und heute hatten, reflektieren alle auf diese ungarndeutsche Geschichte, Kultur und Tradition. Das Programm war vielfältig und bot für jeden Geschmack etwas, von Vorträgen bis zu Workshops. Ziel der Konferenz war es, die Teilnehmer zum Nachdenken anzuregen und ihr Interesse an der ungarndeutschen Kultur zu wecken. Die Tagung begann gestern im Wölczek-Museum. Es gab einen Museumstag und einen Schultag, so könnten wir das vielleicht formulieren. Im Museum gab es ungarischsprachige Vorträge zur ungarndeutschen Geschichte und Kultur.
und auch eine Ausstellungseröffnung. Diese Ausstellung stellt die ungarndeutsche Tradition und Geschichte hier in der Stadt dar. Am heutigen Tag gab es verschiedene Programme für unterschiedliche Generationen. Am Vormittag hatten wir Autorenlesung, literarisches Workshop und auch ein Filmworkshop für Grundschüler und Gymnasiasten mit dem ungarndeutschen Schriftsteller Robert Becker und mit dem deutschen Schriftsteller, Autor und Filmemacher Udo Börschke. Wir versuchen, die deutsche Kultur und Sprache so für verschiedene Generationen näher zu bringen. Und am Nachmittag haben wir dann eine Tagung veranstaltet. Aber auch hier möchten wir nicht hochwissenschaftlich handeln, sondern wir versuchten, populärwissenschaftliche Vorträge anzubieten, wo die Anwesenden auch verschiedene Knüpfpunkte in verschiedene Motivationen bekommen zum Weiterforschen, zum Recherchieren. Oder wenn sie nach Hause gehen, dann ergänzen sie ihr Wissen oder sie versuchen dann darüber nachzudenken oder das weiterzugeben, was sie heute hier gelernt haben. In Bonhard findet auch viele andere Veranstaltungen für an die ungarndeutsche Kultur Interessierte statt, darunter das Sommerfest, bei dem auch die Partnerstädte vertreten waren. In der Gemeinde wird es als wichtig erachtet, Traditionen und Kultur zu bewahren und weiterzugeben. Also diese Konferenz ist sozusagen, wir wollen eine Lücke ausfüllen. Denn Bonhard ist kein Ort, wo eine pädagogische Hochschule ist, eine Universität. Und wir versuchen hier in der Grundschule und Gymnasium zusammen, Petrifische Andere Evangelische Grundschule und Gymnasium, Programme zu organisieren jedes Jahr, die diese Lücke füllen, auch auf akademischem Niveau Veranstaltungen veranstaltet werden, nicht nur Volkstänze und Lieder vorgetragen werden, sondern auch literarische Abende, musikalische Abende vorgetragen werden. Die Schule macht das zusammen immer mit der deutschen Selbstverwaltung von Bonhard, wo auch unter den Mitgliedern übrigens 4 Leute drin sitzen. Und mit Ilana Köhler-Koch, Helmut Hermann Bechtel versuchen wir, solche Veranstaltungen zu machen jedes Jahr. Im Rahmen dieses Programmes 300 Jahre Zusammenleben oder deutsch-ungarische Begegnungen in Bonhard zum Beispiel jetzt, haben wir das ganze Jahr über etliche Veranstaltungen gemacht. Unser Hauptprogramm war das Sommerfest, wo wir auch mit unseren Städtepartnern aus Wernau 35 Jahre Jubiläum gefeiert haben, und diese Konferenz knüpft sich an diese Reihe an. Die Wilhelm-Knabel-Konferenz endete mit einem literarischen Abend in der Perzel-Herrenhaus. 2 Tage lang wurde in Erdős-Mecske eine Vielzahl von bunten Aktivitäten organisiert. Der ungarndeutsche Freundschaftsverein des Dorfes ist in diesem Jahr seit 25 Jahren aktiv. Die Feierlichkeiten endeten am Samstagnachmittag im Kulturhaus. In diesem Jahr feierte die ungarndeutsche Selbstverwaltung von Erdős-Mecske das Jubiläum des örtlichen ungarndeutschen Freundschaftskreises zusammen mit dem 10. ungarndeutschen Nationalitätennachmittag. Die 2-tägige Veranstaltung hieß alle Interessierte jeden Alters willkommen. Ja, unser Freundeskreis wurde 1999 gegründet auf Initiative von hiesigen Jugendlichen. Und es hat uns mit sehr großem Stolz erfüllt, dass damals, also noch vor den 2000er Jahren, auch hier so etwas entstanden ist. Und seither haben wir diese Tätigkeit dann auch sehr aktiv fortgesetzt und in den 25 Jahren auch sehr viele Meilensteine erreicht. Wir haben eine eigene Begegnungsstätte einrichten können. Da haben wir mehr als 15 Jahre lang gewohnt, und vor 5 Jahren ist es uns gelungen, mit der deutschen Selbstverwaltung auch einen eigenen Sitz zu kaufen und dorthin umzuziehen. Also das ist schon unsere 2. Begegnungsstätte sozusagen. Und was uns auch mit Stolz erfüllt, dass wir in jedem Jahr sehr, sehr viele Reisen unternehmen, also eine Teambildungsreise sozusagen in jedem Jahr. Dann nehmen unsere Freundeskreismitglieder teil und dann fahren wir an unterschiedliche Orte, waren unter anderem auch schon in Kroatien und auch in Österreich. Ja, also Mitglied werden kann jeder, der in Mecske einen festen Wohnsitz hat. Er kann Deutsch, Ungarndeutsch oder auch Ungarisch sein, also da machen wir keinen Unterschied. In diesem Jahr haben wir ziemlich viele neue Mitglieder bekommen, denn deutsche Familien sind hierher gezogen, haben uns bei verschiedenen Programmen und Veranstaltungen gesehen, waren dann so begeistert davon, was wir machen, dass sie sich auch gerne beteiligen möchten, und dann sind sie auch beigetreten. Sie wurden auch von den älteren Mitgliedern sehr herzlich empfangen und sind seitdem auch mit dabei. Und seitdem
Und seitdem sind sie auch aktive Mitglieder und beteiligen sich an unserer Arbeit. Das ist eine kulturelle Arbeit. Also wir organisieren Veranstaltungen für den Kindergarten, für die Rentnergeneration und auch vieles, wo wir die Generationen verbinden. Die letzten 25 Jahren wurde mit einer Ausstellung in der Galerie der Kulturhauses gefeiert. Am nächsten Tag wurde ein Kulturprogramm für die Gäste organisiert. Eigentlich sind es zwei Tage, also wir haben gestern Abend mit einer Ausstellungseröffnung begonnen. Da waren auch so etwa 40 Leute schon mit dabei. Und wir haben ein bisschen diese 25 Jahre in Paneelen, was man auch hier hinter mir sieht, vorgestellt. Und am heutigen Nachmittag gibt es ein Kulturprogramm mit einigen Festreden. Dann treten natürlich unsere Kindergartenkinder auf und danach erwartet die Anwesenden eine Stimmungsparade. Und ich hoffe natürlich, dass viele aus dem Dorf auch kommen werden. An der Veranstaltung nahm auch Zoltán Schmidt, der Vizepräsident des Verbands der ungarndeutschen Selbstverwaltungen in Branau, teil. Er betonte, dass solche Organisationen in kleineren Siedlungen von entscheidender Bedeutung sind, da sie nicht nur zur Gestaltung der Gemeinschaft, sondern auch zur Pflege der ungarndeutschen Kultur beitragen. Wir haben sehr viele Vereine in der Branau. Ich kann gar nicht zusammenzählen, wie viele, aber wahrscheinlich so um 60, 70, 80 ganz bestimmt. Einer davon ist der Metzger-Verein, der deutsch-ungarische Freundeskreis Metzger. Vor 25 Jahren wurde er gegründet und wie auch viele Vereine in dieser Zeit, also Anfang der 90er Jahre, wurden viele solche Vereine gegründet. Die waren die Basis eigentlich zu den Selbstverwaltungen, weil dieses System, die Vereine, das zivile Leben, die zivile Sphäre war unmittelbar nach der Wende schon gewählt und gegründet worden. Und die Selbstverwaltungen kamen erst 5 Jahre später. Also die Vereine, die Zivilsphäre ist die Basis, deswegen sind sie wichtig. Ein Verein zu haben ist wichtig, weil wenn nur eine Kulturgruppe nur so frei existiert, ist auch gut natürlich, aber auf Vereinsbasis, ein Verein kann viel mehr machen. Ganz einfach, ein Verein kann viel mehr Gelder beantragen, zum Beispiel bei Bewerbungen. Es gibt den Bettlengaborfond und so weiter, aber auch viele andere Bewerbungen kann man schreiben. Und man lebt vom Geld und auch die Vereine leben vom Geld, wenn man eine Kulturveranstaltung will, wie auch das heutige hier. Dazu braucht man Geld und ein Verein kann dazu Gelder verschaffen von verschiedenen Stiftungen. Einfach dazu ist es gut und die Vereine im ungarndeutschen Leben waren auch vor dem Krieg schon immer wieder. Das waren viel mehr Vereine als jetzt. Heute haben wir Kulturvereine, aber früher waren Feuerwehrvereine und Schützenvereine und alles Mögliche in den ungarndeutschen Dörfern vor 1945. Jetzt sind diese Kulturvereine da, aber darüber sind wir auch froh. In Erdősmecske werden die Kinder von klein auf mit deutschen Traditionen vertraut gemacht, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet werden. Ja, also zum Glück haben wir vieles von den älteren Generationen übernommen und wir haben auch hier vor Ort einen Kindergarten, den derzeit ungefähr 16 Kinder besuchen. Also von klein auf wird schon Wert darauf gelegt, dass sie Tänze, Reime, Sprüche erlernen. Danach setzen sie das auch in der Grundschule fort und viele gehen dann auch in Gymnasien weiter, wo sie auch mit Deutsch sich beschäftigen können. Hier vor Ort ist vor allem unser Verein, kann ich sagen, derjenige, der für die Kultur zuständig ist, für die ungarndeutsche Kultur. Wir machen sehr viele unterschiedliche Programme. Zum Glück haben wir einen sehr guten Kontakt mit der Metzger Deutschen Selbstverwaltung. Also wir arbeiten sehr eng zusammen und verwirklichen alles wirklich gemeinsam. Und unser großer Partner ist auch noch der Rentnerclub. Also wir können mit Stolz sagen, dass wirklich jede Generation vertreten ist. Die Abschlussveranstaltung der Jubiläumsfeierlichkeiten fand in guter Atmosphäre im Kulturhaus statt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.